Vielleicht kriegen wir die Platte dazu, sich zu bewegen. Wer weiß. Was war das denn jetzt? Lara, kannst du nicht mal gerade gehen, oder was war das? Zeitschloss. Wo ist das überhaupt? Zeitschloss. Nicht da? Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ist. Das möchte ich nochmal probieren. Schwupp. Komm schon. Komm. Hopp, hopp. Ganz schön langes Zeitschloss. Leider nicht. Da gehe ich. Ich gehe jetzt wirklich. Zum Henker soll ich denn da drauf kommen? Da ist auch noch eine Platte, die unten ist. Ja. Nö. Na gut. Dann soll's so sein. Gucken wir einfach mal, was hier ist. Vielleicht ist hier ja noch ein Schalter. Ich war ja nur der Meinung, hier wäre nur Moon. Hier ist sogar mehr als nur eine blöde Fackel. Aber nicht so viel mehr, dass sich das hier eigentlich gelohnt hätte. Versuch. Tod. Hebel es unten, dann ist es sowieso irrelevant. Ah, jetzt ist er wieder oben. Könnte das sein? Ruhig, ganz ruhig. Mal ein bisschen kurz speichern. Mal wieder. Dann gehen wir nochmal einen Raum zurück. Das war ja schon der Raum. Ich hatte gehofft, da würde noch einer zwischenliegen. Ich komme mal wieder nicht weiter. Das ist total schlimm. Das Schlimmste ist, das kratzt total an meinem Ego. Wenn ich das Spiel hier früher in einem Zug durch war, sportlich. Weil ich das Spiel hier früher in einem Zug durchgespielt habe. Der ist auch noch unten. Wir haben einen. Ich habe einen Hebel übersehen. Wo ist die Frage? Nur wo ist die Frage? Das ist nur so ein blöder Kletterbla, der einen ärgern soll. Du fehlst, Plattform. Du fehlst. Wir können natürlich nochmal den Cheater-Move versuchen. Oder einen Cheater-Move.
Das. Ja, ich weiß, ich weiß. Nee, das wird nichts. Das wird definitiv nichts. Womit bekommt man dich nach oben? Nur der Theorie wegen. Ja, kann man. Dadurch verändert sich was. Super. Ich bin schon so ein Jackpot-Mensch, oder? Warum springst du denn nicht, Lara? Warum? Ist meine Leertaste dir so unangenehm? Dann sag es bitte, bitte. Ich möchte nicht, dass diese Spannungen zwischen uns... Ich kann damit nicht umgehen. Lara, bitte. Danke, danke, Lara. Ja, ich spreche wieder 20.000 Mal. Und ihr wisst genau wieso. Ding, 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 ding. I got it. I got it. Yeah, yeah, I got it. I got it. I am so cool. Ich hoffe mal, dass dieser Schalter unten die Tür aufmacht. Nein, das wäre auch so einfach gewesen. Oh! Es ist zu einfach. Sonderspeicherplatz. Jetzt machen wir an dem Punkt weiter. Das dürfte ziemlich genau einem Lebenspunkt entsprechen. Vergiss es. Vergiss es sowas von. Das überlebe ich nicht.
Interessant. Kann man hier jetzt nicht mehr raus oder was? Doch. Oh. Hey du. Na? Tut weh, ne? Sind wir mal ganz ehrlich zueinander. Das hätte keinen Sinn gehabt. Das hätte keinen Sinn gehabt. Auch hier habe ich wieder eine grandiose Idee. Ihr werdet begeistert sein, vertraut mir. Spiel sagt nein. Ich will sie nochmal probieren. Und wenn es funktioniert, dann nenne ich es das Wasserbecken-Theorem. Okay, Wasserbecken-Theorem. Du hast verschissen. Was soll ich denn mit dieser Plattform? Ich meine, ich komme doch, oder? Ich komme doch nie da hoch. Tatsächlich doch. Krasser Shit. Krasser Shit. Über dich nennen wir das Wasserbecken-Theorem. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall war, dass das vorhin funktioniert hat. Nein, war kein Zufall. Oder war vielleicht ein Zufall. Das ist mir doch egal. Mich verarschen? Wie schlecht sind denn die Uzis? Also hinter die falsche Ecke geguckt, findest du den Tod, könnte man sagen. Na gut, das Spiel spielen wir doch mit. Manchmal bin ich auch schon so ein Lacker, ne? Ist manchmal. Manchmal also. Ich, ne? Ich jetzt. Ja, ich jetzt, ja. Ist es schön. Ich würde fast sagen, traut das heim. Irgendwie stimmt das nicht. Aber ihr braucht noch den Schlüssel. Gut. Ich hasse dieses Geräusch. Es ist so... Das ist ein Loch. Und da kommen sie zum Glück aus Dummheit nicht raus.
Fuck, ich hab nichts gesagt. Einfach nur eins von euren Nestern, ne? Dann hatten wir noch hier den Hufmann. Ah, da bist du, du sneaky Bastard. Es ist so zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Oh Gott, es ist so zum Kotzen. Ist das der gleiche? Uliki. Das heißt, durch mein Hack hätte ich mir diesen Schlüssel sparen können. Just saying. Hätte ich denn den Schlüssel da nicht eingesetzt, dann hätte ich ihn mir hier sparen können. Oh boy. Oder war das letztes Level? Nee, das war noch dieses Level, oder? Ja, natürlich. Das war genau am Anfang von diesem Level. Das Level ist schon wieder so ultra lang. Sitzt hier bestimmt schon wieder 2 Stunden an dem Level. Wobei wir natürlich dieses ganze Save-Load-State und so weiter, das darf man nicht berücksichtigen. Aber oh, das hätte mich interessiert. Der Schlüssel heißt genau gleich. Ob das was gebracht hätte. Schnauze Wind. Ja, Jackpot. Bevor wir da runterspringen, weil ich weiß nicht, ob es eine Zwischensequenz kommt oder sonst was, werde ich einmal speichern. Und dann werde ich die Aufnahme unterbrechen, weil ich muss pipi. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich.